Also wir sind ja die Nummer 1 in der Welt in der Windkraft, wie sie allgemein bekannt ist. Und deshalb ganz klar wollen wir auch die Nummer 1 sein bei den Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Branche. Und dafür kämpfen wir jeden Tag. Wir haben 30 Tage Urlaub. Das ist eigentlich genau auch Norm und ist sehr, sehr gut. Wir haben ein Entgelttarifsystem bei uns, was eigentlich relativ gut funktioniert. Wir liegen nicht schlecht mit den Löhnen, könnten natürlich besser liegen. Ich meine, nach vorne geht es immer. Das ist in Natur des Menschen natürlich. Wir möchten noch mehr Gerechtigkeit reinkriegen, dass auch für die Arbeit, die gleiche Arbeit, das gleiche auch bezahlt wird. Weil wenn jemand nebeneinander arbeitet, der eine ist fest, der andere ist ein Leiharbeiter und dann ein Lohngefüge von 6, 7, 8 Euro die Stunde besteht, finde ich das nicht akzeptabel. Es gibt meiner Meinung nach viel zu viele Sachen, die wir eigentlich gar nicht wissen, die wir eigentlich gar nicht wissen können. Und das kann man nur auch mit der IG Metall, das kann man auch nur, dass man miteinander kommuniziert. Wir haben ja nicht nur einen Standort in Deutschland, wir haben mehrere Standorte. Und dementsprechend ist es ja auch wichtig, dass wir sagen, was habt ihr für Probleme, was haben wir für Probleme. Und dementsprechend, dass man sich ein bisschen austauscht und vielleicht auch Hilfestellung geben, vielleicht was Neues mit übernehmen kann, vielleicht was Altes Bewährtes weitergeben kann. Wichtig ist es halt, transparente Rahmenbedingungen zu schaffen. Und wenn wir die Kompetenzen, die wir haben, sehr gute Kompetenzen von den Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die halten möchten auf Dauer und die Standorte hier vor Ort halten möchten, denn das ist wichtig für uns. Uns geht es nicht in erster Linie um einen guten Aktienkurs. Das muss natürlich auch stimmen, aber uns geht es um unseren Standort hier in Lübeck und natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen in Magdeburg und Husum und Lauchhammer. Und wenn wir das gemeinsam angreifen, dann können wir auf Augenhöhe mit dem Arbeitgeber diskutieren und gute Rahmenbedingungen schaffen. Und wir Vestas als Wegmalführer, denke ich mal, werden auch das hinkriegen, weil das sollte uns ein leichtes fallen, dass wir uns alle zusammenschließen und dementsprechend auch zusammen handeln, dass wir auch einen Tarifvertrag für uns alle hier in Deutschland auch hinbekommen.